Hoffen wir, sie zeigen ihn an, weil sowas geht echt nicht. Das geht gar nicht. Also, falls du das siehst, das ist der Auto. Das ist kaputt. Darling, you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you. Also Leute, was heute passiert ist, unglaublich. Es gibt solche Idioten auf der Welt. Ja. Unglaublich. Vor allem im Auto. Wir sind heute durch die Stadt gelaufen und dann ist einer gekommen. Ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Ja, der ist den anderen direkt voll reingefahren. Und zwar, er wollte einparken. Wir haben es zufällig. Nein, auspacken. Er auspacken. Ist stimmt, ja. Er wollte auspacken. Wir sind gerade zufällig da gestanden. Fuck, unglaublich. Unglaublich. Wir haben jetzt gerade gesehen, wie jemand ins Auto reinfährt und dann auspacken, ins Auto reingefahren ist und einfach weggefahren ist. Unglaubliche Idioten auf der Straße. Und der nächste, der sich in den Parkplatz gestellt hat, hätte halt auch fast dasselbe Auto nochmal erwischt. Ja. Und ja, jetzt haben sie die Nummer aufgeschrieben. Und ich hab dein Kennzeichen, wenn du das siehst. Und wir haben jetzt quasi dann, sind dann in einen Café gegangen, haben nochmal einen Zettel und einen Stift gefragt und haben dann quasi das draufgeschrieben. Someone hit your car and left. Ja, jetzt hoffen wir, die zeigen ihn an, weil sowas geht echt nicht. Das geht gar nicht. Also, falls du das siehst, das ist der Auto. Das ist kaputt. Und Nummer dazu, dass sie uns dann anrufen können. Genau, also falls da irgendwelche Probleme gibt. Weil bis jetzt hat sich keiner gemeldet. Mal schauen. Ich finde das echt unter aller Sau, dass man ja da dann quasi ein Auto von jemandem beschädigt und dann auch noch Fahrerflucht quasi begeht. Das kommt ihm echt nicht billig, wenn der angezeigt wird. Das ist echt scheiße, du Arsch. Die ganze Stadt gegangen, haben wir ein bisschen versucht, ja, unsere Videoschnitt-Skills zu verbessern. Das sah so lustig aus. Er mit dem Tripod, ich mit dem Stativ, mit der Kamera, mit dem Handy und ja. Bisschen, ja, wir haben hier die Kamera dabei gehabt und mit dem Handy quasi und haben wir Timelapses gemacht. Cool, mal schauen, wie das jetzt im echten Video oder im fertigen Video dann wird, aber irgendwie das macht einfach Spaß, ein bisschen kreativ zu sein bei dem Video, bei dem Videoschnitt. Ja, Videoschnitt und dann, was haben wir dann noch gemacht? Dann waren wir essen. So geiler Burger. Hammer geil. Ja, klar. Hammer geiler Burger. Ist irgendwie so dunkel. Also unbedingt Swing Kitchen. Das wird echt geil. Swing Kitchen. Das ist echt mega, mega, mega geiler ein Burger. Ein komplett veganes Irgendwie. Restaurant. Also echt, echt lecker. Hammergeil. Würde ich auf jeden Fall besuchen, wenn ich mal in Wien. Ja, das muss man auf jeden Fall immer ausprobiert haben. Also auch für Nicht-Veganer empfehlenswert eigentlich. Ja, und dann sind wir eigentlich heim, weil es dann schon echt kalt worden ist. Naja, dann hatten wir einen Zwischenstopp in der Kreuzung. Send me, darling. Yo. Wir stehen gerade
mitten auf der Kreuzung. Ja, voll. Und werden auch nicht umgefahren. Wir haben jetzt gerade was ziemlich Cooles aufgenommen für Timelapse. Mal schauen, ob das was geworden ist. Aber ich glaube schon, das sah echt cool aus. Voll. Hat echt mega Spaß gemacht irgendwie. Und jetzt schauen wir mal, was wir da draus zaubern können, ein bisschen die Videobearbeitungsfähigkeiten verbessern. Ja, voll. Und ja, also Ziel wäre eigentlich mal so ein Casey Neistat ähnliches Video hinzubekommen. Verlinken wir mal, falls ihr den nicht kennt, der macht echt coole Videos. Ja, und mal schauen. Das haben wir jetzt gerade bis zum Ausprobieren. Wäre cool, wenn wir das irgendwie mal schaffen. Wir laufen schon seit Stunden in der Stadt rum und suchen coole Spots zu finden. Halt mal ein bisschen höher, dass man sieht, wo wir überhaupt stehen. Ja, also das ist ganz schön gefährlich da. Ja, also wenn da jemand aussuchen würde, wäre er am Arsch. Aber ja, jetzt gehen wir heim. Ja, das ist Arsch, Leute. Haben wir unser Leben riskiert quasi auf der Kreuzung, nur um für geile Timelapse zu schaffen. Und das war's eigentlich. Ich hoffe, dass das Video cool wird. Ich hoffe, dass das Video cool wird. Ja, wie gesagt, das Ziel ist eigentlich mal so Casey Neistat ähnliche Videos zu machen. Die Qualität, was der hat, das ist schon enorm krass. Aber wir möchten uns da langsam rantasten und ein bisschen einfach ausprobieren, um zu lernen, um beim Videoschnitt weiterzukommen. Aber es ist echt cool, weil es kommen immer so langsam Ideen. So, er hat eine Idee, ich habe eine Idee und dann fügt sich das alles zusammen und dann sieht man das fertige Video am Ende. Und das ist einfach so cool, wenn man so wirklich fertig geschnitten hat. So wie unser Motivationsvideo, was wir in Schönbrunn gedreht haben, das war auch so. Wir haben ewig gebraucht. So viel Schnitte, so viel Videoclips, aber es war so cool, das fertige Ergebnis dann zu sehen. Das stimmt, ja. Also das ist auf jeden Fall wert. Das ist einfach geil, das ist